Herzlich willkommen bei selbstklebefolien.com. Mein Name ist Michael Maus und in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man eine Adhäsionsfolie bzw. in diesem Fall eine adhesive Glaskorbfolie professionell auf ein Fenster aufzieht. Wir kommen hier um das Nassverkleben nicht herum, da wir die Luft zwischen Fensterscheibe und Adhäsionsfolie natürlich eliminieren möchten, und wir kommen auch nicht darum herum, um einen Heißluftföhn oder einen Haarföhn zu benutzen, um Kanäle am Rand auszufüllen. Deswegen legen Sie sich jetzt schon mal Ihren Heißluftföhn, Ihren Föhn und Ihr Applikationswasser bereit, denn dann können wir bereits durchstarten. Wir bereiten unsere Adhäsionsfolie vor. Ich habe hier einen Zuschnitt. Die Vorbereitung ist für mich persönlich genauso wie bei einer klebenden Glasdekorfolie. Ich entferne den Leiner. Wir sprühen die Adhäsionsseite mit unserem Applikationsmittel nass. Auch am Fenster sprühen wir uns einen Wasserfilm auf. Jetzt legen wir die Folie auf und positionieren diese. Wir raken das Wasser zwischen Folie und Scheibe heraus. Und entfernen, ganz wichtig, die Restfeuchtigkeit. Hier sehen wir auch schon das Problem einer Adhäsionsfolie. Aufgrund des fehlenden Klebers können sich hier so Lufttaschen bilden. Dazu nehmen wir jetzt unseren Föhn oder Heißluftföhn. Da, wo jeweils eine Tasche ist, föhnen wir leicht an und raken die Tasche zum Rahmen hinaus weg. Das ging mindestens genauso schnell wie das Verkleben einer selbstklebenden Glasdekorfolie. Der Vorteil einer Adhäsionsfolie ist, dass Sie sie sofort entfernen können und keinen Kleberückstand haben. Der Nachteil ist, wie Sie gesehen haben, dass sich leichte Kanäle bilden können. Diese können sich jetzt auch noch im Nachhinein bilden. Das heißt, zum Beispiel nach einer Woche, nach 3-4 Monaten, beziehungsweise wenn die Sonne schön auf die Folie strahlt. Das macht aber nichts. Sie nehmen wieder Ihren Föhn, föhnen diesen Kanal und dann ist das Ergebnis wieder einwandfrei. Auch um eine Nassverklebung kommen Sie für so ein perfektes Ergebnis leider nicht herum. Das trockene Auflegen würde dazu führen, dass Sie immer noch Luft zwischen Folie und Glasscheibe haben. Die Frage stellt sich, ob eine adhesiv haftende Folie für Ihr Vorhaben genau das Richtige ist. Alternativ gibt es Folien mit permanentem Kleber und natürlich auch mit einem ablösbaren Kleber. Die Entscheidung im Endeffekt liegt bei Ihnen, beziehungsweise sollten Sie sich an der Anwendungsdauer orientieren. Für einen kurzzeitigen Zweck ist dies absolut die richtige Wahl an Folie oder aber eine ablösbare Folie. Sollten Sie sich nicht sicher sein, beziehungsweise sollten Sie Fragen haben zu Glasdekorfolien, egal ob adhesiv oder klebend oder mit einer Nanobeschichtung, dann können Sie sich sehr, sehr gerne jederzeit an uns wenden. Unser Team von selbstklebefolien.com wird Ihnen mit Sicherheit weiterhelfen.
Unabhängig davon, wo Sie gerade eine Folie bezogen haben, haben wir mit Sicherheit die richtige Lösung für Sie parat, dass das Endergebnis für Sie optimal ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal bei selbstklebefolien.com.